Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Weiter geht's, nachdem wir in der letzten Folge, ja, gestorben sind. Ich habe schon gesagt, ich bin wahrscheinlich der einzige YouTuber oder Streamer, der im Tutorial am Anfang bei der allerersten Quest schon stirbt und Game Over ist. Natürlich ist das Let's Play nicht vorbei, wir machen weiter. Ich habe mir die Kohle jetzt ehrlich gekauft. Ich habe beim Händler einfach zweimal Käse, den wir am Anfang geklaut haben, bei unseren Eltern. Den habe ich einfach verkauft, habe damit 5,6 bekommen. 5 hat die 10-mal Kohle gekostet. Das habe ich jetzt leider nicht mit aufgenommen, aber deswegen erzähle ich es euch. Wie gesagt, ich war nur beim Händler, habe das verkauft und habe dann mir Kohle gekauft, 10-mal. Hier ist der Pranger übrigens. Passend zur letzten Folge. So, und jetzt werden wir mal zu Daddy gehen und Daddy das Zeug bringen. Und leider habe ich schon eine Vermutung, was passiert, denn als ich mich vor 2 Jahren, ja, 2 Jahre ist es schon her, mit dem Entwickler unterhalten habe, als das Spiel ja noch in den Kinderschuhen war, hat er mich natürlich ein bisschen gespoilert. Er musste mir natürlich lauter Infos geben und ein bisschen über die Story. Und deswegen weiß ich auch, was mit dem Vater, was es da auf sich hat und mit der Mutter. Und ich will aber noch nicht zu viel verraten. Wir gehen erstmal zurück und geben unserem Daddy die ganzen Sachen. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Ja, Schmieden beginnen. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können alles. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig.
Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert. Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. So. Wer bist du denn? Hallo, Theresa. Ich habe meine Nummer verlegt. Kann ich deine haben? Was? Ach nee, wir haben ja Bianca. Was wollte ich sagen? Die Community, die hat mir gerade in den Chat geschrieben, dass wenn man... Oh, sie fragt, ob es mir gut geht. Ja, und dir? Wie geht's dir so? Hallo? Ja. Die Community hat mir gerade gesagt, wenn man zu lange braucht bei den Aufträgen mit dem, mit dem Bier holen, wenn man da zu lange braucht und zum Beispiel noch eine Runde würfelt und dies und das macht, dann wird das Bier warm und schal und dann schickt uns der Vater, wir sollen neues holen. Voll geil. Aber wir waren schnell genug, dadurch, dass wir Game Over waren. Und jetzt gehen wir erst mit der Theresa die Nägel, denn die Nägel... Die Nägel haben wir schon. Oh, wie böse sie auf einmal wieder geguckt hat, voll gut. Oh, jetzt puppelt sie sich im Ohr rum. Die Nägel haben wir schon, die haben wir ganz am Anfang gelootet. Und jetzt, ja. Guck mal, ich will nochmal, dass du grinst. Und jetzt auf einmal... sie guckt so voll gut und gelaunt und auf einmal... Huff. So, hier hast du deine Nägel. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Die sieht gar nicht so schlecht aus, Leute, aber wir haben ja die Bianca. Die Bianca, die gibt uns kostenlos Bier. Nicht schlecht. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Leute, wer den YouTuber Frodo kennt, achtet mal drauf. Heinrich sieht ein bisschen aus wie Frodo. Ich muss die ganze Zeit an Frodo denken. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Jetzt bloß nicht blamieren.
No. Natürlich blamieren wir uns. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich, kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Okay, das sind ein paar viele. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. So viele Leute für so ein kleines Dörfchen. Oh mein Gott. Schneller! Wir müssen das Tor schließen! Macht schon! Wir schließen das Tor! Bewegt euch los, Leute! Kommt schon! Kommt schon! Uns läuft die Zeit davon! Heinrich, Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Passt für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen.
Oh, scheiße, Leute. Scheiße, was ist da los? Los, lauft! Das ist ein Held, unser Vater. Wer bist du denn, Meister Propper? Los, wir müssen ihm helfen. Oh, scheiße. Das ist nur ein kleiner Kratzer. Komm, weiter. Der heißt Martin? Fuck. Das sind ein paar feige Schweine, ey. Deine Hackfresse merke ich mir, Meister Propper. Das gibt Rache, ey. Sei kein Narr, Heinrich! Komm zu uns! Schnell! Es gibt nichts, was du noch für dich tun kannst! Mach schon, Heinrich! Du kannst es immer noch schaffen! Lauf! Schnapp dir ein Pferd und reite nach Talberg. Sag ihnen, was kommt. Du musst sie warnen. Lauf den Burggraben runter, den Weg entlang. Spring von der Mauer und verschwinde von hier. Wir haben einfach alles verloren. So, okay, schnell weg hier. Wir sollen fliehen und in Talenberg Bescheid sagen. Und vor allem sollen wir uns ein Pferd besorgen. Das wollte ich am Anfang noch nicht spoilern. Natürlich kriegt man ein Pferd, womit wir dann über die Map pesen können. Jetzt müssen wir nur erstmal hier runter. Gucken, wo der Weg lang geht. Wir müssen vor allem irgendwie da unten über den Zaun. Gucken wir mal. Kann wahrscheinlich da nicht drüber springen. Ist hier nicht irgendwo ein Loch im Zaun? Kommt man tatsächlich nicht durch. Müssen uns aber irgendwo ein Pferd besorgen. Was ist jetzt eigentlich mit Bianca? Hat die überlebt? Was? Sie bringt ihn um? Wen bringt sie um? Und nun fährt. Reiten. Ja, das ist bewegen. Ein Kanter kombiniert. Ja, Geschwindigkeit. Das müssen wir halt dann testen hier. Brauch ein Pferd. Hat jemand ein Pferd für mich? Da ist ein Pferd. Schnell! Alter! Okay, scheiß drauf. Wir müssen weg. So, Galopp, Diggi, Galopp. Wir sollen auf jeden Fall Bescheid sagen. Das werden wir jetzt auch machen. Und damit haben wir dann auch ein Pferd. Das können wir jedes Mal pfeifen, wann immer wir lustig sind. Wir müssen mal gucken. Wir haben jetzt ein braunhaariges. Ich weiß nicht, ob wir das behalten, was wir klauen. Rennen die mir da hinterher? Ja, oh, der hat einen Bogen. Schnell weg. Oh, da kam schon der Pfeil. Lauf, Heinrich! Aua! Okay, schnell weg. Eine Blutung. Die Wunde muss verbunden werden. Das kann ich aber noch erlernen.
Also, da muss ich schnell jemanden finden, der dir helfen kann. Okay. Können wir die auch umrennen? Bringt das was? Entdeckt schnell Reiseort. Links. Thalmberg liegt links, entlang des Baches. Au! Schießt die ganze Zeit mit Pfeilen auf mich, die Sau. Entlang des Baches. Ich würde gerne mal nach hinten gucken, aber ich habe keinen Rückspiegel. Was? Die Dame, der ich nicht helfen wollte, ist Bianca gewesen? Krass. Hätte man dir helfen können? Sie brennt Scarlets nieder! Hätte man dir helfen können? Ich hatte doch gar keine Waffe. Hätte ich das ausrüsten können vielleicht. Aber gegen drei, ich bin doch nicht lebensmüde. So. Das ist natürlich schlecht, wenn das Bianca war. Da müssen wir uns eine neue suchen, Leute. Da müssen wir... Flieht! Flieht, ihr Narren! Lauf! Jetzt wäre das keine Ausdauer mehr. Au! Sollte aufpassen. Flieht! Ja, renn mir ins Pferd, du Trotteltier. Sollte aufpassen mit der Ausdauer. Ja, Theresa hat leider kein Bier, aber Theresa wird auch nicht überlebt haben. Wir suchen uns einfach eine neue. So einfach. Scheiß Wegwerfgesellschaft. Der war gemein. Wir können es ja nicht ändern. Ganz schöner schlechter Schütze da hinten drauf. Oh mein Gott! Herr im Himmel! Hilfe! Helft mir doch! Hilfe! Vor allem bräuchten die... Heilung, bewegt eure Ärsche her! Die bräuchten nur aufs Pferd schießen, die Idioten. Und Feuer! Hilfe! Verpisst euch, ihr dreckigen Hunde! Schnell, wir schließen das Tor! Schön mit Pfeil im Oberschenkel. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Scarlets. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus.